Mir sicher, du musst mit Dorans Shield-Botline starten, wenn du Solo spielst. Ach ah, Mann, okay. Warum muss man denn mir hier sagen, was die bannen wollen? Bist du irgendwie Schmutzmensch oder was soll denn das? Tschüss weg. Also wir bannen Emote only rein. Warte, genau. Kane, Fiora. Und dann gucken wir mal. Vielleicht Camille, vielleicht eine Caitlyn. So. Oh, das ist ja Shen weg, schade. Fiora. Ja. Der DR3-Spieler von Sola ist der Support, glaube ich. Ja. Warum hat er auch Flex Q DR3? Aber warum draftet er denn einen Diamond 3 Support und setzt den dann auf Yumi? Also, das verstehe ich auch überhaupt nicht, den Sinn dahinter. Ja, mach mal Caitlyn. Mach mal Caitlyn, Mann. Okay. Dann hoffen wir, dass die Karma durchkommt. Wenn nicht, dann müssen wir uns nämlich irgendwas überlegen. Oh. Aber wenn Karma gebannt wird, picken wir, glaube ich, Hekarim einfach. Und spielen mal normales LoL, einfach zu gucken, so dass wie normales LoL bei uns funktioniert. Okay, ja, nee, dann picken wir Karma. Okay. Kann unser Toplaner eigentlich auch Karma spielen? Ich hab Toplane Karma nicht wirklich viel gespielt. Okay, okay. Ja, nee. Das ist gut. Also immer wenn ich so nach Champs frage, sagt einfach wirklich, ne? Ist einfach, ich will euch immer auf Confident Champs haben. Was ist dein Lieblings-Champ into Ornn, Toplane? Ornn kann ich eigentlich Shen spielen. Ja, Shen ist halt gebannt, ne? Also wird Shen auch viel gebannt werden gegen uns. Ja, du wirst nie Shen spielen dürfen. Ja, dann pick mir einfach nochmal einen Cho'Gath. Okay, gut, aber das machen wir dann nicht jetzt, weil das ist dann kein Pro-Pick. Wir gucken gleich für einen ADC und Jungler wahrscheinlich. Dann haben wir weiterhin die Karma-Flex, wir haben ADC und wir haben einen Jungle-Pick. Okay, actually, wir können jetzt auch Support-Counter-Matchup picken. Die werden halt jetzt irgendein Hyper-Carry auf Dings spielen, ne? Ja. Ich würde sagen, dass wir dieses Game nicht so blitzen, sondern einfach Botlane komplett wegcampen. Und dafür so ein Pyke oder so. Ja, könnten wir jetzt schon mal sichern, ne? Willst du ja Pyke lieber? Was, ja, oder einen Nautilus? Pyke? Ja. Sicher. Nice. Ja, ich will jetzt einen Pyke probieren und wenn es nicht klappt, dann spiele ich im Tryout-Match am Freitag dann Nautilus gegen sowas. In so einer Situation. Okay. So, und ich muss jetzt überlegen, wir brauchen jetzt einen. Ja, wir können eigentlich auch. Was ist? Picken wir Jungle oder picken wir Top jetzt? Oder ADC. Oder ADC. Wir picken entweder Hekarim oder. Ja, pick mal Hekarim, glaube ich. Ich glaube, das ist der beste Pick. Hekarim, ja. Die werden jetzt ADC picken und zwei ADCs bannen. Aber das ist jetzt nicht das Problem für uns. Jo. Rain-Ban-Pick. Okay, was sind deine Confident ADCs jetzt? Jhin, MF? Jo. Wie sieht MF. Ash bei dir aus? Ich könnte es probieren. Nee, dann also, nicht. Also nicht 100% confident, aber ich habe sie schon öfter gespielt. Passt schon. Jhin MF. MF ist auf jeden Fall ziemlich gut. MF können wir halt richtig reinböllern. Ja. Jhin hätten wir halt einen besseren CC für die Gangs, ne? Ja. Achso, oh. Wir können auch bannen. Wir bannen Jungler weiter. Die werden. Ja. Du kannst schon mal Kha'Zix hovern. Ja, wird Kha'Zix bannen. Okay. Und eventuell Evelynn jetzt noch. Hat der ein spielt auch viel Echo, ne? Champion. Ja, aber Echo Jungle ist. Schon gesagt, man hat 107 Games auf Echo. Ja, aber. Okay. Wenn wir Echo invaden, ist der halt fucked, wenn wir den einen Buff wegklauen. Könnte halt auch sein, dass die jetzt noch mehr. Ist ja wie so eine Sona mit Lame packen oder sowas. Ja, die können auch Full ADC spielen einfach. Ja, also wir waren Evelynn. Oder die picken so einen Ivan, aber wenn die den Ivan picken, dann ist eigentlich Game Lost für die, oder? Ja. Schon. Also ganz, ganz böse Lost. Yeah. Die haben sogar Top-Laner gewonnen. Ist so. Kannst mir auch Mundo picken, so. Oh mein Gott. Na, nee. Obwohl wir können nicht mit Vayne. Was hast du noch so für Champs? Sag mal so, was deine Lieblings-Champs jetzt hier sind. Urgot würde noch gehen. Ja. Okay.
Maokai wird geht immer safe. Okay. Und was hätte ich noch hier? Maokai wäre schon nicht so kacke, ne? Mit Point and Click W auf wen? Ja. Ich glaube aber der Urgot ist ein bisschen geiler. Tatsache. Was ist mit zum Cyan? Kann man nicht immer ein Cyan eigentlich? Hab ich nicht hier. Ich pick mir aber ein ADC jetzt, ne? Jin? Nee, geh mal Urgot erstmal. Wir ADC picken wir gleich. Wir sind eh beide. Dann können wir über den ADC noch nachdenken. Also du würdest lieber Jin anstatt im F picken, oder? Ja. Okay. Einfach weil mehr Confident oder Matchup? Ja. Oder? Nee, dann. Confident. Dann gehen wir Jin. Oder du gehst Taric. Taric, ja, Mann. Kai. Schade, ich hab's auch mit Karma mega neu. Mr. Pringles, danke dir. Ja, gefällt mir. Aber so ein Cyan, wenn du so ein Cyan noch warm kriegst für Freitag, das wäre richtig gut, ne? Das auf alle Fälle. Cyan kann ich im Grunde ja auch spielen, bloß ich habe den Schirmtag leider nicht. Ah, okay. Warum ich ein Design holen kann. Ah, noch so ein paar Cyan-Games reinknattern, das wäre richtig gut. Ja, kriegt man hin. Was wir hier jetzt auch machen könnten, ist Urgot Mitte und Karma Toplane. Mit wem trade ich eigentlich ganz selten? Ich hab auch gerade gefragt, was ich getradet hab. Da haben wir ziemlich sicher bessere Matchups auf beiden Lanes, aber das ist. Nee, das machen wir nicht in Humbug. Okay. Was wir jetzt machen, ist, wir spielen Full Botside, okay? Das heißt, Kucha, du musst immer das Wave Management callen für Botlane. Also, was ihr machen wollt. Und Mitte muss eigentlich durchgehend pushen. Kutscher, du bist gemutet, glaube ich. Oh Leute, ich rede die ganze Zeit mit euch. willst du trotzdem reinblitzen am Anfang, Phil? Level 1 bin ich schon gar nicht mal so schlecht, Tatsache. Aber die werden es jetzt wahrscheinlich predikten, oder? Ja, deswegen, ich würd vielleicht, wir sind jetzt Blue Side, ne? Ja. Vielleicht early erstmal in den Red Buff reinrennen und Deep Warden und dann Late Invade beim Blue. Also ja, lass einfach. Bei der Botlane starten, ne? Lass einfach irgendwo reinrennen, so. Das ist Hauptsache. Klingt nach einem Plan. Ja. Denke ich auch. Wenn wir Botlane Summoner ziehen würden, wäre das natürlich am besten, ne? Ja, lass uns Botlane invaden. Okay. Solar auf der Vayne, also. Okay. Der will's wissen. Den machen wir. Okay, Helix Source spielen die. Ja, nichts komisches. Ja, wir invaden Botzeit, ne? Let's go, ich hab Bock. Über Mitte? Oder? Okay, lass das so machen. Okay, ich hab einen Plan. Karma, also wir rennen alle Mitte. Wir bleiben hier stehen. Karma rennt Mitte einfach durch und schubst den Galio weg. Okay, der Galio wird nämlich Mitte covern wollen. Und du wirst ihn einfach Ult queuen und ihm in die Fresse boxen, bis er wegrennt. Und dann gehen wir nämlich ungesehen in den Busch, genau. Also erstmal alle hier stehen. Wir chillen uns hier hin. Karma rennt weiter. Weiter. Okay, sehr gut. Jetzt rein. Und jetzt gerade zurück, nicht zu uns, genau. Gerade zurück und jetzt zu uns. Und dann geht Kutscher gleich vor. Und let's go, geht die Luzi. Renn weg! Nice! Lilia. Lilia? Vayne no Flash, geht auf Vayne. Okay, ich spiel's lange, wir gewinnen das, Geist. Ja. Da kommt die Tee, Solo low. Okay, du bist da solo. Schönes Ding. Hat solo. Nice. Rettet unseren Jin, Guys, rettet unseren Jin nach unten. Oh. Ich bin auch gleich wieder da. Könnt ihr noch ein bisschen. Ja, stänkern. Das ist gut. Ein bisschen stänkern könnt ihr. Achso, du bist da erst, okay. Cool. Nee, ist in Ordnung. Okay, passt.
Botlane hat keine Flash, kein Flash mehr, Solo, das ist das, was wir wollten. Ich geh back, oder? Gut, sehr nice. Ja, ich werde top to bot jungeln und dann komm ich irgendwann an. Ich hatte schon überlegt, ob ich einfach E starte und da rein E, das wäre genius gewesen. Und dann direkt mit Flash verlängern? Ja. Das wäre richtig saftig. Hab ich zwei. Pull mir nicht, ne? Du musst direkt top dann. Okay. Ja. Ein Outpack gebe ich noch unterwegs mit. Boah, geil, ey. So, wir pushen erstmal nicht, ne? Einfach nur last hitten. Ja, wenn ihr Botlane freezen könnt, wäre das perfekt, ne? Das ist so. Er wird gerade erstmal Slow Push, aber. Wir können die auf jeden Fall schön zonen. Ich mach die Botlane auch mal tot. Lilia wird Topside gestartet haben, wahrscheinlich. Aber den Daumen, den er mir gerade gezeigt hat, den breche ich ihm gleich, den Hurensohn. Okay, so probiert das jetzt mit der Wave, die jetzt kommt, zu crushen Botlane und dann zu freezen. Jo, lass hart pushen. Ich tue schon mal so durch Wegroben, einfach um ein bisschen zu pushen. Kannst du Deep warden? Nee, ne? Nee, noch keiner. Ab. Ja. Nach Red Buff gehe ich für Krabbe. Jetzt müsst ihr Spotlane freezen. Ja, wird resetten jetzt. Obwohl Slow Push leider immer noch ein bisschen. Nee, wenn der Tau jetzt drauf hat. Ja, passt. Nice, resettet. Okay, wir können, Kutscher, wir können nach Krabbe in Enemy Jungle hier. Wir sind Level 2, ne? Ja, hast du QE? Ja. Ich würde schon gerne Level 3 haben. Okay, ja, ne. Ich kann aber moven. Ich will Midlane auch. Also push jetzt zu uns, Phil, ne? Ja, ich weiß. 10 Sekunden habe ich auch Ignite. Okay. Lilia wird top sein, pass auf. Jo. Ihr müsst es ein bisschen aus dem Botlane wahrscheinlich. Damit ihr es gleich halten könnt. Hier ist Warded, Phil. Ja. Krabbe ist Topset gemacht. Ja, nehmt den Freeze an, perfekt. Ich komm Mitte, komm nach unten. Wir machen das. Ich kann auch moven. Ist in Ward? Wir rennen die um. Okay. Ja, weiter komm. Okay. Ich hab den Galio vielleicht. Pushen rein in der Bot. Okay. Kannst du es noch halten, Botlane? Jo. Okay. Sind jetzt auch beide Miss. Ich ghost hier rein, ne? Ja. Push die Wave rein. Jo. Galio. Lilia. Schönste. So, wir können runden vielleicht direkt. Ah ne, ich nehme hier Jungle, ich hab nichts mehr. Ich hab halt noch Ignite ab, ne? Oder kein Flash schon mit. Ich hab auch Ulti, eh. So, geiler Tumble. Schönes Ding. Lilia geht topside. Ich hab diesmal genug für das Buch. Nice, ja, geh Buch auf jeden Fall. Soll ich dann doch Träne bauen daraus? Oder mach ich... Nee, du lootest wahrscheinlich. Aber da kann ich mich auch nochmal informieren, was da ist. Ich muss mal die Winrates aufschlagen. Boah, Lootens ist ja ganz, mehr. Ganz grausam. Actually geht man immer Athens first, I guess. Athens ist mega broken, Athens immer. Ja. Ardent ist mit Jhin natürlich nicht so nice, aber das wird trotzdem gut sein. Lilia ist hier top gerade. Ich werde mich jetzt runter junglen. Ich werde Sixth auf Crux hitten. Und dann bin ich Botlane am Start. Was ihr wieder machen wollt, ist wieder freezen, wenn es geht. Jo. Lilia top. Ja. Mach langsam, okay. Jo, ist fahren. Lulu ist da. Ne? Könnte sein, dass Lulu Mitte läuft, vielleicht. Hm.
Ich werde eventuell für Lilia im Jungle schauen. Mach du einfach Mitte, mach du in Mitte dein Ding. Die Wave pusht immer noch zu uns, Phil, ne? Ja, okay. Wir haben mega Pressure auf die. Ich guck für den Midlane-Gang, kannst du gleich einfach raufrennen? Jetzt? Einfach raufrennen? Ja. Mega gut. Ich komme euch entgegen. Boah, ich komme nicht ganz ran. Aber der hat keinen Flash, oder? Ich komm da hin. Oh. Okay. Lilia hier im Jungle, ne? Botlane, lauf Botlane. Ja. Ja, die Lulu intet. Ja. Der wird mich condemn. Was? Geh raus. Ich brauch einen Minion für Six. 3 Sekunden hab ich wieder Hook. Kannst du Minion irgendwo clear? Galio ist 6, ne, musst du aufpassen, Galio ist 6. Ja. Weg. Ich renn da gleich rein von oben. Ich geh auf Lilia hier. Galio 6, das ist, der ist gerade nicht Mitte. Ich bin auf Lilia drauf. Unterwegs. Schön, hast's näher. Woher, du Bastard! Nice. Du Schwätzer! Du ganz viel Labermann sein. Mann sein, nicht Apache. Der Gangster! Okay. Der ab und an so das sein Daumen bricht. Ja. Junge, starke Adaption. Okay, Schweigefuchs. Ich will hier Blue Buff into Dragon machen. Mitte den Push bitte, keepen. Wir gönnen uns auch mal hier den Push für ein Reset. Ja, ja, nice. Stark. What? Ups. Okay. Na komm. Hast du dir verdient. Danke. Galio da, aber ich mach da nichts. Also Lane Pressure von Sola ohne einen Challenger Support ist echt insane. Oh Mann. Und das Plating noch? Ja, kannst du nehmen. Oh, schön Toplane. Oh, Lilia war hier bei mir. Irgendwo. Ja, Lilia hier. Komm. Kannst du kommen, Karma? Ja. Oh. Ich mach langsam. Ich werde eingeschläfert. Oh, Scheiße. Können wir das spielen? Ja, rennt weg. Komm, glaube ich, nicht mehr weg, ne? Ich komm langsam, aber sicher. Boah, Junge, Alter. Die hauen aber ordentlich die Hücke ein. Ich brauch meine Ulti. Hier ist gewordet. Alright. Ich hab nicht aufgepasst, ja. My bad. Ja, der was? Ja. Aber E blocken. Alter, kein Damage ohne meine Ult. Ja. Was schönes Ding. Die pushen Botlane wieder, ne? Wir können da gleich ein Play machen. Ich bin on my way. Den Freeze hier gleich halten. Einmal den Freeze halten, nice. Ich kann da auch jederzeit hinmoven, ich Deepboard aber gerade. Ja, die müssen jetzt, also wenn die nicht pushen, dann verlieren die super viel. Galio Mitte ist gerade. Beide Miss. Also brauche ich jetzt Tränen oder? So, lass da. Nee, geh Athens jetzt. Okay. Ja, guys, ich. Go. Oh, und raus. Das trifft. Ja, schöner TP. Das könnte killen. Weiter. Auf, ja. Auf Sola. Schön. Nice, good job. Lilia war hier unten. Also die nächste Wave noch pushen und dann... Hier ist gewardet. Okay, nice. Schönes Ding. Eins, vier, ne?
One miss. Ah, oh, ne, da ist er. Jetzt Lydia. Die sind hier hinter dir, gut Schock, ja? Ja, Galio kommt auch. Ist noch hier auch. Ja, ich bin safe, I guess. Ich werde Bronk into... Ich hab Bock, die so abzuholen unten. Ja, ich werde Harris also so machen. Richtig, ne? Ja. Ich glaub, wir können die auch Tobi tun, tatsächlich. Lukas, ich will Mitte wieder hart pushen. Lilia ist topside. Ja. Das ist aber nicht wegen Stumps. Okay. Ich hab keinen Heal. Und nicht der... Nee. Bin zwar auch noch da mit Ulf. Ich will Botline kommen. Lilia bei mir hier, ich brauch dich gleich, Urgot. Oh, das war so close Kali, alles. Kali. Kali. Ja. Ah. Ah, sorry. Mach, wir machen das, wir machen hey, das. Wir machen war das. Das war nicht dein Bett. Nein. Ich hab den Schaden überschätzt. Kalio könnte auch du. Nice, nice. Kalio kann auch. Ah, ich muss nur noch den Herald aufsammeln. Tobi, danke. Aber jetzt ist Solar ja richtig viel Gold wert. Let's go. Ja, ich geh Base und spiel für Bot dann wieder. Holt ihn euch. Bei sowas, Karma, wenn wir den Herald machen, immer Mitte bleiben und nicht runter roam. Okay? Okay. Wir führen sie nächstes Mal. Okay, nice, nice, nice. Ich komme direkt Botside, wir können Drake machen. Einmal Mitte dauerhaft weiter pushen. Ich kann vielleicht hier sogar für den Gank gucken. Ja, der will die Wave clearen. Ne? Du kannst gleich einfach auch real renn rauf. Ja. Ah, okay. Ja. Egal. Ah, das ist immer unfortunate interaction. Eine schöne Wave. Oh, ich werde hier schnell noch Herald setzen müssen. Hat die Ulti ab die Lulu? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich gehe hier für Dragon, die haben Vision. Also am besten Mitte pushen und dann hermoven. Ich gehe die Born. Oh, ich bin ja. Mass One. Okay, ich werde hier mal Enemy Jungle invaden. Wollen wir hier den Solar mal abholen? Ja, ja. Galio will backen, Galio ist back, Galio ist back. Wir können Mitte hier ist ein Ward wahrscheinlich. Die haben Vision auf mir, die haben Vision auf mir. So, Mitte kommen wegen Tower, Galio ist back. Ja, 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 ja. Oh, Vayne war hier, ne? Ja, ja, guck mal. Ja, ja. Hä, wie sieht er das? Ah, maybe hier? Aber ich habe hier einen Pinkbot drin, der hat meinen Hook gerade gedingst. Ja, wir können einfach Bot Turret auch noch holen. Einfach Turm. Big Turm. Jo. Nice. Wir können da jetzt gleich sogar rein. Push dir einfach die Wave. Karma kann kommen. Wir können. Wir waren in deinem Jungle. Okay, Karma kommt runter. Karma kommt runter. Galios bei mir. Okay. Mach wahrscheinlich jetzt die Krabbe. Galio kommt auch. Galio kommt von mir. Der Ulti. Okay, erstmal Care. Nice. Nice. Oh, hat außer Tower Range noch aus. Oh! Nice, wichtig, wichtig. Können wir machen. Ich hab Nice one, care. Okay, können wir weitermachen. Ich werde hier nicht sterben. Nee, nee. Ja, schön, ey. Schön gespielt, Geist. Lilia noch hier, Lilia noch hier. Ah, ich schau für den Reset, Geist. Solltet ihr auch. Look Reset. Ja, bin auf Melo dabei. Geht resetten. Nice. Okay, wir swappen unsere Botlane jetzt nach oben. Ja. Okay, Urgot geht runter und unsere Botlane geht nach oben. Ich push wieder Mitte rein und dann kommt Bot in Top Roam. Mhm. Warum läuft eigentlich die ganze Zeit Mucke? Läuft ja die ganze Champ Select Mucke.
Ich fall hier oben den Ohren, aber ich glaube nicht, dass es. Bin noch nicht in Range. Gut. Sind wir 24 Stunden das hier? Das ist schon nice. Schönes Ding. Nice. Sorry. Oh, Lila hier. Reset nochmal leben, ne? Ja. Dann muss ich schon hier ein bisschen aufpassen, aber sollte immer noch fein sein. Galio kommt zu euch, Galio kommt zu euch. Kutscha, kannst du noch kommen? Ich bleib da. Ich bin auch unterwegs. Galio aber sehr widerwillig, wie ich anmaken will. Okay. Galio ist hier. Ich komm nochmal hinten rauf. Hier ist noch Lulu, hier ist noch Lulu. Der Phil, der den feier ich. Guck mal, die ist fast so low. Ich komm nicht hier ran für Bruno. Phil, das war scheiße. Renn da, renn da. Ich hätte einfach Recoil sollen. Renn da, renn da. Renn alle, die rennen können. Renn, ich hab noch Ult, wenn du irgendwas. Oh, warte mal. Oh mein Gott, Kutscher. Der Galio? Du machst das Unmögliche möglich. Ich mach's jetzt. Ich mach es. Oh. Schade. War blind, was soll ich machen? Kutscher. Das war scheiße. Let's go! Geht man Hackerim gerade immer phaserasch oder auch so noch Konkurrer-situationsabhängig? Ja, Erzmaster, danke für den Zap. Das geht raus. Jo, danke Erzmaster, ne? So, lass mal gewinnen hier, wir throwen das uns noch. Ja, ja. Eine Minute Drache. Das heißt, wir wollen unsere Botlane wieder runterkriegen und Urgott wieder hoch. Am besten nach der Wave hier. Einfach wieder top und Jhin kann wieder Bot. Kutscher, lass jetzt mal mehr hier zu zweit machen. Ja, hab ich auch mega Bock drauf. Ja, auch einfach einen schönen Abend machen. Ne? Guck mal unten, Solar Toll, like literally. Kommen wir da mal ran? Ich komm da sowas von ran. Oh, er hat uns gesehen. Abbruch. Guck mal. Ja. Habt ihr ein Warp? Nee, nee, ja, nee, ja. Lass einfach erstmal raus, glaube ich. Ja, ich nur Grip, richtig hart Grip. Wir fighten das noch, Geist. Leute, einschläfern. Oh mein Gott. Rennt, rennt. Ich hab in 3 Mantra, eh. Jetzt. Schönes Ding. Ja, raus, die haben wir. Nee, nee, die habt ihr. Oh, oh, da, ja. Gib hier. Urgott ist auch da. Hier, Urgott. Hau sie, Junge! Brrrr. Nice. Ich komm dann maybe noch ran. Nee. Urgott? Danke dir, Fabius. Nee. Jo, danke dir, Fabius. Ja, Solo hat jetzt ein bisschen viel Kills bekommen, ne? Ja, ja. Egal, dritte Drake nehmen wir mit und dann sind wir konzentriert runter hier. Okay. Ja, nicer TP, by the way, ne? Gut, gut TP. Mir auch sehr gut gefallen. Und um Harold jetzt? Yes, yes, yes. Ja, Harold ist schwierig, weil der Baron jetzt kommt. Ja, das stimmt. Na, true. Trock. Gut, lass den mal nochmal schnell nehmen hier. Gut, hat um Baron gespielt. Ey, die ist, glaube ich. Fuck, ne, ne, ne. Ne, bevor das hier. Ey, die Lulu läuft hier rein, ne, gleich. Bestimmt. 100%ig läuft hier gleich wieder rein. Ne, geh du mal mit, geh du mal mit der Kamera. Genau der, der nicht kommen soll, ne? Ja, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Oder komm. Oh, scheiße. Kannst du mich irgendwie retten? Nee, ne? Schwierig. Alarm, rennt, rennt, raus, geht raus, geht raus, geht raus. Nee, bin ich noch aus Scheiße. Oh, die gehen Nash, die gehen Nash. Ja, haltet so, das mal irgendwie auf. Langsam an Schaden zu machen. Probiert es einfach zu delayen. Irgendwie Jhin ult, alles reinhauen, um es zu delayen. Wird die haben keine Ohren ult. Also. Die können es nicht so einfach turnen. 4K. Okay. Kutscher ist deiner, ne? Nee, absolut nicht. Der kann nicht, ich hab kein Zweit. Oh. Schade. Okay. Okay,
Okay, deren Teamfights sind ganz, ganz stark, ne? Also das können wir auch nicht teamfighten gegen die. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie über Sideline arbeiten. Und einfach keine größeren Fights eingehen. Aber das können wir hinkriegen. Also was die machen wollen, ist jetzt durchgehend groupen und was wir machen wollen, ist durchgehend auf Sideline spielen. Ja, hey, Top Turret sieht gut aus. Einfach mal dafür gehen. In 2 Minuten 30 noch den vierten Dragon. Das wäre auch richtig geil. Ich glaube. Ja, Lilia. Ich glaub, wir gehen auf Lilia. Hoch. Einfach auf Lilia. Ey, nee, zwei noch Mitte. Hau der Eulen die Fresse ein. Oh, Scheiße. Nice. Pass doch Vayner, pass doch Vayner. Wir machen weiter. Vayne ist bei uns, Vayne ist bei uns. Vayne ist oben. Ja, ja. Wir kommen. Nein, wir sind tot, wir sind tot. Du musst da raus, ne? Macht langsam Schaden. Okay, wir müssen den Drake irgendwie kriegen. Wir wollen Catch vom Drake am besten. Ja. Am besten kriegen wir halt irgendwie Sola, ne? Ja, einfach Sola killen, dann gewinnen wir. Oder halt jetzt auch einfach drei. Ich bin 3 Level hinter Lulu mittlerweile. Okay. Wenn es gut läuft, kriege ich noch Death Stance davor. Sollte drin sein. Also, jo, wir brauchen unbedingt einen Catch davor. Ja, ja. Und dann wird das hier nichts. Zum Beispiel da, ne? Der Phil, der den Fire. Hier, fight. 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 Sola's back, guys. Wir töten ja einen. Nice. Geist hier der nächste? Ja. Wo kommt? Ich hab die im Stun. Oh. Sola bei mir, Sola haut mir aufs Maul. Ich hab den. Oh, ja, das kann der gut, ey. Boah, ich überlebe aber. Okay, Ugo, der kommt auch noch zu euch, ne? Das ist perfekt, Guys, das ist perfekt. Nice, Sola hat auch keine Ult jetzt. Okay. Ich muss erstmal wieder back. Wie sieht's mit Sola Flash aus? Müsste er noch haben, also er hat nichts gewastet. Weiß ja, er hat keine Ult für den Drake Fight, das ist gut. Lilia ist noch 20 Sekunden da. Ups. Der braucht keine Ulti, du. Nee. Der kriegt von Lulu W und der hat uns auch runter. Ja, Kucha, ne? Töten wir einfach. Machen wir. Der will doch nur die ganze Wave hier nehmen. Ja, ich glaube, das wird aber nichts. Nee. Auf jeden Fall. Ist der E daran? Killt mich einfach, Phil. Ich glaube, der tötet mich auch einmal, du. Nein, tust nicht! Oh. Ja, gut. Hat einen Spaß, das Game, ne? Ja, der so. Top-Lane-Dings, wo ich nicht Recall habe, hat das ganze Game geflogen. Ja, Recall halt einfach nächstes Mal. Schmacken, Alter. Ganze Game da verloren. Egal, ich kann noch gewinnen. Let's go. Ach so, okay, ich dachte, wir FF actually. Nein. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen einen Catch. Also wie wir gewinnen, ist indem wir einfach nicht teamfighten. Gute Idee. So. Wir brauchen Ugo jetzt auf Botlane. Ja. Und ich gehe da auch hin. Aber wir sind auf Full A, die fällt mir auf, ne? Boah. Das Game worden war guter Draft, ey. So ein Draft lag, also. Da wurden schwierige, falsche Entscheidungen begangen. Ja, okay, oh Gott, Botlane. Und wir wollen einfach, Mitte wollen wir einfach probieren, nicht zu fighten. Okay. Nee, wir können nicht groomen. Ja, okay. Aber ich guess, wir müssen. Sonst beenden die andere Spiel. Sonst einfach nur runter. Also ich werde auf die Vayne ulten und alle Fähigkeiten werden auf die Vayne benutzt, okay? Jo, kriegen wir hin. Okay.
Ich glaube, wir laufen jetzt aber einfach zu Nash. Richtig. Okay. Sie haben noch 15. Dann nehmen wir mit Wave an. Und wir gehen einfach nächste mit Wave nehmen. Wir brauchen hier Ward am besten. Keine mehr. Auch nicht. Okay, jetzt wird gleich der Moment kommen übrigens, wo ich die Vayne anulte. Seid dafür bereit, okay? Ich komm von hinten jetzt reingedüst. Geist, ich bin... Oh. Okay, nee, das war nix. Das war's, Jungs, das war's. Ach, Galio into Hikarim ist so ein Bummer. Ja, da hätten wir... Damals sind wir zu cocky geworden, sind wir ehrlich. Einfach erwerfen oder was? Okay, okay. Okay, machen wir es spannend. Ab ins Dritte. Ja. Bill, du hast dich jetzt auch nicht so komplett auf Hikarim gefühlt, oder? Nee, ich habe mich keiner Forst fühlt. Okay. Wie machen wir das?